was machen Sachen? Ja, mal was anderes, mal eine kleine Überbrückung zwischen den Tutorials, dachte ich mir, wäre eine ganz nice Sache. Momentan mache ich ja auch wieder viel auf Twitch. Wir sind ja gerade dabei, für ein Projekt zu üben und halt da ein bisschen Zeug zu machen. Aber ab und zu spielen wir auch mal so oder machen andere Sachen. Und dann dachte ich mir, ist das eigentlich eine nice Idee, dass ich das halt auch so ein bisschen zusammenschneide und halt für den YouTube-Kanal dann hochlade. So als Überbrückung halt, wie gesagt, für die Tutorials, weil die sind auch ein bisschen aufwendiger und ja, da nehme ich mir ein bisschen mehr Zeit, wie ich mache einen Stream und dann schneide ich den einfach kleiner, das ist doch deutlich weniger Aufwand. Ja, dann hoffe ich, habt ein bisschen Spaß und ja, wir spielen jetzt Security Booth. Und ja, lasst doch mal ein Like, Abo da oder so. Bringt das was für einen Sack? Ich weiß es nicht. Egal. Habt jetzt Spaß bei dem jetzt folgenden Video. Ja, nochmal kurzer Einschub, bevor ich es vergesse. Das, was links unten jetzt passiert, da ist ein kleiner Bildschirm. Das ist meine Unreal Engine Szene. Da kann man halt Sachen spawnen, wie ihr halt durch die Kommandoleiste sehen könnt. Leute, die bei mir live im Twitch sind, können halt in dieser Szene verschiedene Sachen spawnen. Momentan passiert auch nur genau dieses. Das soll ein bisschen mehr passieren, dass man da ein bisschen interagieren kann. Aber momentan ist es noch so weit. Du tippst was ein und es spawnt. Es läuft dann da durch die Gegend, random. Ja, nur mal so noch ein kurzer Einschub, bevor sich irgendeiner wundert, was da passiert. Auch super, dass jetzt auch YouTube sich entschieden hat, ja, wir machen doch mal die Musik aus. Passend. Nee, wir machen... wo ist jetzt der... Ich mach dunkler Knopf hier. Ist das ein emulierter PS1-Titel? Nee. Soll nur so aussehen. Play. Hallo. Hi. Ach, und mit der Maus gucken, okay. Kann ich hier... Ah, guck mal. Employees, James Farm, Carl Marton, Kerry Banks, Katie Lester, Robbie May, Mac Intoshi, Jin Bless, Andreas Staffas, Amy Ramsey, E. Spencer, Melanie Lane. Wie ich so recht, E. Spencer, keinen Namen, ist hier nichts mit E eingefallen. Ah, da sind noch mehr. Oh, okay. Ist das wichtig? Ich hoffe nicht. Job rules. Make sure you talk to the person in the car. Der muss work here. Ach, okay, die Person muss hier arbeiten. Ah, oh, nein, das ist wichtig. Nur für Mitarbeiter. G12, 6, 9, R. Ja, Hammer. Stefan irgendwas. Wie kriege ich die Tür auf? So? Ah, okay. Kommen Sie herein! Kommen Sie herein! Ich bin neu hier. Ich mache heute Praktikum. Tschüss. Tür wieder zu? Ah, ich kann links und rechts Auto. Okay. Hier draußen irgendwas? Danger. An... Authorized Person. Ah, man darf aber nicht durchgehen, wenn man da nicht hingehört. Okay, das macht Sinn. Sonst wäre da kein Tor. Notiz. Keine Ahnung. Kann ich nicht lesen. Oh. Leon 31. Leon 31 ist. Du darfst durch. Am Ende ist irgendwo ein O für eine 0 oder 0 für O. Fahren Sie hindurch. Mister, keine Ahnung. Wer war Leon? Jetzt auch eben gesehen. Da, Leon an Louis Woodhouse. Ja gut, das scheint relativ einfach zu sein.
Wir dürfen keinen. Ach, oh, sorry, ich habe nicht gesehen, dass da jemand. Good boy. Ist Good Boy wirklich Good Boy? Ja, hallo, lass mich da. Ja. Sie dürfen hier durch. Fahren Sie weiter. Danke für Ihr Erscheinen. Soll ich mal gucken, ob im Auto kommt, ob sie. Ey! Bleib an! Ich bin im Dunkeln, sie kann nicht lesen. Kann ich direkt gucken? XT2M28. Was? XT2M28. XT2M28 ist da, darf rein. Was passiert, wenn ich den da nicht reinlasse? Bin ich in meinem Bütchen sicher, wenn hier einer rein will und ich rein darf? Ich würde die Tür auflassen, einfach gut Glück hoffen. Ich glaube, das ist in dem Spiel keine gute Idee. Kann ich jemanden anrufen? Oh. Error code 0 5 0 4 7 7. Error code 0 5 0 4 7 7. Error code. Ja, danke dafür. Haben wir hier einen, der die Nummer hat? Nö. Ach, guck mal. Noch einer in Rot. Rotes Auto. AU87UI. AU8. Ah ja, du bist da. Okay. Ja. War das jetzt, weil ich den Horror abgehoben habe, oder war es einfach Zufall? Fahren Sie durch. Ich muss irgendwo eintippen. Na okay, ich kann hier nicht mehr. Die unsichtbare Wand. Ja. Nova Nexus. Da kommt der Nächste! Fährst du mich um, wenn ich hier stehen bleibe? Hi. Wieso stehst du da? FA5A48. Ah, 5848, das stimmt. Du stehst da immer noch. Das gefällt mir nicht. Fahr durch. Kann ich nicht einfach mitkommen? Tschüss. Ja, natürlich kann ich da nicht durch. Blöd, dass die Tür alleine immer zugeht. Kann ich nicht zumachen. Zu warten. Jo. Okay. Hast du kontrolliert, ob ich meine Arbeit mache? Oder hast du kontrolliert, ob ich nie wegrenne? Oder willst du einbrechen? Da hat doch einer geklopft. Hä? Hat er nicht eben. Das hat Boom gemacht. System Failure. System Failure. Ja, schön.
Das Gebäude steht noch. Ist nicht mein Problem, wo es Boom gemacht hat. Vielleicht donnert es auch nur. Ist nicht kaputt gegangen oder so. Nö. Na, guck mal, da kommt der nächste. Und sie sind DE4T93. Der ist nicht auf meiner Liste. DE4693. Ich hab ein DW. Nö. DU. Machen wir nicht. DE. DE habe ich nicht. Lass mich da wieder rein. LXR, da. DW. Kollege? Nö. Ja, schön. Ah, ich muss tell them to leave. Ja, nee, du darfst da nicht rein, Kollege. No, du darfst nicht rein. Auf Wiedersehen. Du kommst auch nicht auf die andere Seite rein. Weg ist es. Danke, tschüss. Ich mache meine Arbeit abständig. Ist das ein Failure? Nö. Du kommst hier nicht rein. Was macht die als für ein Krach? Wer klopft denn hier? Wer ruft denn mit? Da springt mir jemand auf dem Dach rum. Nö, da ist aber nichts. Ich meine, das ist eine Katze oder eine Krähe oder so. Hier ist was. Was if the director keeps running this goddamn test, I will never get open. It would only take a short amount of time to complete. Was? RE8. RE8031. Ja, der Direktor mich anruft. Nö. Du bist hier auf meiner Liste. RE8. Sei still. RE8. Ah ja, du bist da. Was willst du? Emergency. Emergency. Lockdown system activated. Security weapons activated. Oxygen level reducing. Your families will be informed of your death. Emergency. Emergency. Lockdown system activated. Okay. Oh! Da hat jemand klopft. Eventuell sollte ich die Tür zumachen. War das das Klopfen? Aber hier war doch gerade keine. Gehört das zum Test? Da ist noch ein Zettel. Ist hier gerade einer? Hm. Okay, macht immer noch Tests und niemand tut. Oh, sorry! Ich wusste nicht, dass Leute raus wollen. Ja! Ist ja schon. Beruhig dich. Oh. Okay. Ey, ich stehe hier noch. Yeet. Ich habe Ending 1. Wie viele Ending gibt's?
Ah, jetzt. Nur sagen, geht's irgendwie weiter? Lol, das war eigentlich ganz nice. So, das war unser erstes Ende von Security Booth. Wir haben das Spiel natürlich ein bisschen weitergespielt. Es gibt noch ein zweites, das werde ich euch demnächst auch hochladen. Ich hoffe, euch die kleine Abwechslung gefällt euch auch so ein bisschen zwischen den Tutorials. Wie gesagt, es ist ein bisschen mehr aufwendig, die Tutorials zu machen, wie jetzt halt so Let's Plays halt kleiner zu schneiden, weil wir die live gemacht haben. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Es war eine nette Abwechslung. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Oder vielleicht mal auf Twitch. Mal schauen.